ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich habe heute ein Kooperationsvideo. Sowohl mit einem ganz, ganz tollen eBay-Händler, den ich kennengelernt habe, durch die Victoria. Er ist aufmerksam geworden über die Reihe von der Heidi. Und ich werde beide eBay-Shops unten für euch verlinken. Und zwar geht es einfach darum, ich werde euch hier ein paar Bilder einblenden. Der Erik unterscheidet sich von der Heidi in dem Maße, dass er einfach in großen, großen Surprise-Paketes euch Sachen verkaufen kann. Also das sind wirklich 100 Teile, 2.000, 3.000 Teile. Und die haben verschiedenste Preiskategorien und die könnt ihr euch dann dort kaufen. Da sind dann wirklich Unmengen an Sachen dabei. Und das ist teilweise doppelt und durcheinander. Und es gibt halt viele Lidschatten, Lippenstifte. Ihr werdet auch manche Sachen doppelt und dreifach finden. Er kauft das selber in großen, großen Bannen beziehungsweise in großen Mengen einfach ein und verkauft diese halt weiter. Verkauft die auch an Retailer und an Privatpersonen natürlich. Ich habe durch Victoria praktisch Kontakt zu ihm erhalten und möchte halt dieses Video praktisch diesem Shop widmen. Habe aber jetzt, wie gesagt, beide eBay-Shops, mit denen wir jemals kooperiert haben, gemeinsam unten reingeschrieben. Sie unterscheiden sich halt wirklich komplett. Also der Erik verkauft wirklich riesige Pakete, also monströse Pakete zu wirklich guten Preisen. Die Heidi verkauft die eher einzeln die Sachen und wie gesagt, dieses Video entsteht komplett in Kooperation mit dem lieben Mimi-888. Das ist wirklich der Name von Erik, aber der eBay-Händler ist ein Kerl. Also, ich habe viele, viele Sachen mir rausgesucht. Und zwar habe ich hier ein paar Augenprodukte. Und dieses Video wird auch einfach ein Full Face of Impressions, voll von Sachen, die ich jetzt recht neu habe. Und zwar testen wir einmal die Festival Palette, die Thirsty Palette von Jeffree Star, dann nochmal diese Highlighting Palette, wo ich super, super gespannt bin, wie euch das Puder von Hourglass gefällt. Also ich habe mir das Ambient Lighting Powder in Diffused Light gekauft. Ich kann euch sagen, das ist richtig geil. Ich zeige euch auch noch mal in der Anwendung, also einfach so ein Anwendungsvideo, wo ich euch zeige, hier zeige ich euch noch auch mal diese Bronzing Blush Duos von e.l.f. Ich kann euch nur sagen, wow. Ich habe selber jetzt die Fit Me Foundation aufgetragen in der 128. Ich habe mir ganz neu die Urban Decay All Nighter Foundation gekauft und Leute, die ist der Hammer. Da wird es auch noch in einem anderen Get Ready With Me von ein neues Video zu geben. Und dieses Video habe ich auch zur selben Zeit praktisch hochgeladen wie mit wie die liebe Victoria. Die Victoria hat ein Unboxing von ihrem eBay-Paket gemacht. Leute, ich kann euch flüstern, hätte ich das gemacht, hätte ich 3 Stunden hier gesessen. Das war einfach so, so, so viel. Vielen, vielen Dank, lieber Erik, dass du uns so viele tolle Sachen zur Verfügung gestellt hast. Ich habe euch einen Arsch voll zur Seite gelegt. Das wird nämlich eine so geile Killer-Verlosung geben, weil ich ja die 1000 Abonnenten geknackt habe. Und auf jeden Fall möchte ich euch einfach dann belohnen dafür, für eure Treue und für eure Loyalität. Und deswegen habe ich euch viele, viele Sachen, die einfach doppelt und dreifach da waren. Es waren auch super viele Nagellacke dabei. Aber Leute, ich habe meine Nägel ja jetzt seit neuerdings, also ich habe die jetzt von meiner Lieblings-Nageltante, habe ich die gelen lassen, weil ich einfach auch von der Arbeit her Veränderungen einfach bekomme. Ihr werdet es in allen, in einem nächsten Video, wenn ich mal ein Chit-Chat habe oder so mit euch, werdet ihr viele, viele Sachen erfahren. Und schaut sehr, sehr gerne beim Erik vorbei, wenn ihr einfach mal Bock habt auf so Surprise-Pakete oder so, dann werdet ihr wahnsinnig viel Spaß damit haben. Am besten also macht ihr euch einfach mit Freundinnen zusammen, denn manche Sachen sind ja nun mal doppelt und dreifach drin, ne? Er sortiert natürlich nicht aus, ihr möchtet jetzt Laufpakete oder so, das macht jetzt zum Beispiel die Heidi. Aber schaut auf jeden Fall mal vorbei, das hat euch wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich würde sagen, hauen wir rein. Ich bin gespannt, wie euch die Sachen gefallen werden. Starten tun wir mal mit dem Revolution Pro Element Core Primer. Also ich liebe diesen Eye Primer, wenn ich weiß, ich habe da so knaller Looks im Gesicht, mache ich meistens diesen Eyelid Primer drauf, weil er wirklich, wirklich cool ist. Ich habe vom MAC diese teuren Paint Pots, habe ich nie gebraucht, weil ehrlich gesagt, ich weiß nicht, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt meinem Lidschatten abverlange, dass der 20 Stunden im Gesicht hebt. Der soll eine anständige Amount halten an Zeit, aber ich brauche jetzt nicht da 20 Stunden oder so. Super cremig das Zeug, Leute. Also ihr könnt das, also ich arbeite das am liebsten mit den Fingern ein, weil ich finde, dass es einfach sich mit der Wärme des Fingers einfach super aktiviert. Ich sette das jetzt nicht, weil ich ja in farbige Paletten gehe und da ist es einfach auch ziemlich cool, wenn ihr dann praktisch richtig, richtig nasse Unterlage habt.
Und ihr seht ja, das kriegt natürlich so ein bisschen in die Falten, jetzt aber nicht übermäßig. Aber damit können wir arbeiten. So, ich habe jetzt mal die Festival. Ich habe jetzt hier zwei Paletten. Und zwar einmal die Festival-Palette von BH Cosmetics. Da werde ich halt einige Transition Shades rausholen können. Und die Thirsty-Palette von Jeffree Star. Ich habe keine Ahnung. Also heute habe ich gesehen bei Instagram, als ich mich hingesetzt habe zum Film, tatsächlich heute erst, habe ich gesehen, dass die Victoria nämlich voll farbig ist. Und Entschuldigung, da müssen wir mithalten. Und auf jeden Fall fange ich jetzt an in der BH Cosmetics Palette. Und ich arbeite am liebsten mit meinem Essence-Pinsel. Und ich gehe mal in die Farbe Hippie rein. Das ist dieses Orange. Ich habe auch keine Ahnung, was sie für Farben benutzt hat. Aber ich habe ihr nur geschrieben, dass ich mithalten werde. Das geht nicht, dass jemand mal umkreisfarbiger aussieht. Also. Ich habe nur wirklich perfekt gute Rezensionen über die Festival-Palette gehabt. Ich habe auch echt irgendwie ewig gebraucht, um die zu bekommen, weil die einfach ewig ausverkauft war. Also ich habe die irgendwie nicht bekommen. Kickback gibt es fast gar nicht. Ich gehe auch wirklich ganz, ganz light-handed damit rein. Aber Pigment, Leute, wow. Also richtig schön. Ich will da auch noch ein bisschen was anderes mit einarbeiten in die Farben. Wenn ihr jetzt zum Beispiel so eine nasse Unterlage habt, Lidschatten, könnt ihr einfach, ihr setzt es einfach an und tappt es erstmal und dann fangt ihr an, in kreisenden Bewegungen in der Crease zu arbeiten. Da seht ihr auch, dass die Farben sich sehr, sehr gut einarbeiten lassen. Das Video wird wieder länger, Leute. Also grab a snack, weil ich, wie gesagt, den Produkten immer Zeit gebe. Ich lasse mich da auch nicht hetzen oder so. Dann gehe ich mal, ich muss ein bisschen crazy werden. Victoria hat so, die ist so abgegangen mit Farbe. Da muss ich mithalten. Dieses Gold sieht geil aus, aber das benutze ich jetzt mal nicht. Dann gehe ich mal in dieses Lila. Oh, ich habe da jetzt Bock drauf. Und gehe da mal auch in die Crease, aber etwas tiefer rein, um das ein bisschen zu verdunkeln. Also Leute, seht ihr, wie schön das aussieht? Mein Gott. Also BH Cosmetics hat wirklich überaus gute Qualität. Also unglaublich. Die Farbe heißt übrigens Swag. Und ich finde das so, so, so schön. Also ich habe ja wirklich viele Sachen über diese Festival gehört, aber dass sie so schön rauskommt, das war mir auch jetzt echt nicht bewusst. Super, also super pigmentiert, das heißt, ihr müsst gar nicht arg reingehen, um jetzt voll den Knalllook rauszubekommen. Ich werde heute auch gar nicht zusammenarbeiten in Farbfamilien, sondern halt quer rübergehen. Einfach um mal zu schauen, wie die Farbpigmente sind. Irgendwie hätte ich so Bock auf dieses da, aber ich glaube, das wird noch nichts. Ich gehe nochmal in die Thirsty Palette. Und zwar habe ich Bock auf dieses Gelb irgendwie. Ich muss das auch noch irgendwie einarbeiten. Beziehungsweise probieren wir es mal. Ich habe ja eher etwas vernichtende Reviews gesehen über die Thirsty Palette. Ich schaue mir natürlich auch Reviews an von anderen YouTubern, wie sie halt diese Palette finden. Lass mich aber ehrlich gesagt davon gar nicht beeindrucken, weil jeder arbeitet anders mit den Paletten. Viele erwarten auch andere Sachen von den Paletten. Also das Gelb sehe ich allerdings jetzt nicht wirklich stark. Ich gehe jetzt mal in die Farbe Splash. Splash und zwar mit einem Shader Brush und mit so einem flachen. Sprühen tue ich nicht. So, Farbe kommt auf jeden Fall drauf. Victoria, we are coming. Also die Farben lassen sich toll auftragen. Das kommt echt natürlich drauf an, auf was ihr halt Bock habt. Wenn ihr halt zum Beispiel natürlich mega der Neutral Lover seid, werdet ihr einfach mit diesem Jeffree Star Palette nie glücklich werden. Es ist halt einfach wirklich fett, fett Farbe. Der macht halt echt keine Spielchen. Ich habe auch die Blood Sugar Palette, die habe ich euch ja auch mal reviewed. Und ich muss euch sagen, ich liebe einfach dem seine Qualität. Ich gucke, dass ich das hier in die Crease noch ein bisschen mit reinarbeite, weil das wird gerade etwas grün und rot, gibt dann irgendwie so ein lila-blau. Das versuche ich dann noch ein bisschen auszudiffusen. Seht ihr das? Also das wird so ein bisschen lila. Aber ich finde die Farbe schön. Also wie gesagt, ich mag diese Farbe Splash. Sieht total cool aus.
Dann gehe ich da, wo das Gelb drin war, noch ein bisschen über die Edges drüber, damit ich praktisch einen schönen soften Übergang habe. Und dann nehme ich mir eine etwas schmalere Brush und gehe mal in dieses Blau und setze es mir etwas überhalb des Türkis drüber. Seht ihr das? Also damit ich einfach ein bisschen. Weil ich möchte das unbedingt mit einarbeiten. Das sieht nämlich so. Das sieht nämlich auch voll fancy aus, Leute. Das sieht schon richtig cool aus. Ich arbeite das jetzt einfach hier oben drüber. Achtet bitte nicht auf meine Augenbrauen, Leute, die werden noch gemacht. Und so bekomme ich halt ein schönes Farbspiel. Setze aber oben noch ein bisschen später ein bisschen Aprikot, denke ich, weil das soll natürlich auch gut aussehen. Ich finde die Lidschatten im Allgemeinen sehr gut, aber sie sind diesmal etwas trockener, wie ich es halt von Jeffree Star gewohnt bin. Er hat ja auch so richtig krasse. Ich werde jetzt von dieser Palette nichts mehr verwenden. Ich gehe jetzt in die Festival-Palette. Und zwar, Leute, switche ich mal um und zwar auf ein Glitter. Ich will unbedingt diese Glitzer ausprobieren. Dafür nehme ich das Fixing Spray von Make-up Revolution und zwar in der Green Tea Sorte. Ich mag es sehr gerne, aber irgendwie sind. Also es ist arg stark parfümiert. Ich gehe jetzt in die Farbe Ultimate. Das ist praktisch so eine Art Türkis und setze es mir mal drüber. Ich will nämlich sehen, ob das performt. Jesus. Okay. Ich sehe dich. Oh Gott. Aber seht ihr das, diesen Unterschied zwischen BH Cosmetics und 50-Euro-Palette? Also rein theoretisch hätte ich jetzt auch komplett in der Festival bleiben können. Ich habe jetzt natürlich nur ein paar Farben benutzt, da kann man jetzt nicht sagen, oh mein Gott. Die Schimmerlidschatten, Leute, die sind so geil. Oh mein Gott. Aber Leute, ich knall da noch was anderes drauf. Und zwar wartet. Ich zeige euch mal was absolut krasses. Und zwar habe ich hier diese Eyelights von BH Cosmetics und ich muss da noch was drauf knallen. Also ich glaube, ich werde mal dieses Eye diese Eyelights sind praktisch solche Lidschattentopper. Ey, Leute. Victoria, pack ein. Also diese Lidschattentopper, das sind halt wirklich so krasse Dinger. Also die habe ich mir auch aufgrund von Empfehlungen von verschiedensten Kanälen zusammengesucht. Allerdings haben die jetzt so ein paar Farben, die ich leider nicht mehr gekriegt habe. Ich tupfe das immer so ein bisschen auf und dann tupfe ich das einfach auf euer Lid. Und ihr guckt halt schon, dass es sehr, sehr opaque ist, dass es praktisch nicht irgendwie creased oder so. Leute, können wir mal darüber sprechen, wie geil das aussieht? Guckt euch mal das an. Heftig, heftig, oder? Also der Pinsel, der ist ziemlich ruiniert, also der ist ziemlich voll mit Farbe. Auf jeden Fall finde ich die Farbe mega, mega schön. Ich habe hier auch ein bisschen Kickback. Das hat man nun mal einfach, wenn ihr mit farbigen Sachen arbeitet. Das kann ich aber alles, glaube ich, ganz gut wegfegen. Ja. Da kommt später noch ein bisschen Concealer drunter, also keine Ahnung, wir fixen das. Ich habe hier natürlich einige Produkte rausgesucht, die ich verwenden möchte heute. Und zwar habe ich hier einmal aus dem Erik-Paket das Hyperallergenic Augenbrauengel rausgesucht. Und zwar, also Hyperallergenic ist ja eine Marke, die ich jetzt nur so von Müller kenne. Und die ist ein bisschen teurer, das sind aber wirklich. So wenig Giftstoffe oder beziehungsweise, ich sage mal Giftstoffe, so wenig schadhafte Stoffe für euch, die praktisch, auf die ihr reagieren könnt. Ich habe für meine Freundin da einiges weggepackt von. Also die hat mega, mega krasse Allergien. Also das ist ganz übel. Also meine beste Freundin hat halt ganz, ganz üble Reaktionen teilweise auf so Make-up-Produkte. Das ist nicht feierlich, Leute. Und ich setze mir jetzt über mein Auge setze ich mir jetzt mit dem Glam and Doll Eyeliner, der war übrigens nagelneu, drei oder viermal mit drinne im Paket, setze ich mir jetzt einen Eyelinerstrich.
Oh Leute, ich bin so ungeübt in Eyelinern, das glaubt ihr gar nicht. Dadurch, dass ich halt irgendwie so selten einen brauche. Na. So. Okay. Wenn ihr praktisch ein bisschen krümelige Konsistenzen drunter habt, das heißt zum Beispiel so Glitzer, müsst ihr ein bisschen in tupfenden Bewegungen arbeiten. So, meine lieben, schöne Shades nicht geworden, muss ich sagen. Also es ist halt ein sehr, sehr fetter Eyeliner geworden. Ich guck mal, ich würde das gerne so ein bisschen bläulicher gestalten. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen auf meine Ränder von meinem Eyeliner so ein bisschen blau setzen. Seht ihr, dieses mega blau, ich will das unbedingt testen. Und dann tupfe ich mir das hier so in meinen noch einen leicht nassen Eyeliner. Seht ihr das? Dann könnt ihr zum Beispiel auch ein bisschen eure Eyeliner auch einfärben. Gerade an den Rändern fände ich das jetzt richtig, richtig schön. Ein bisschen dunkel gehe ich ins matte Braun gehe ich jetzt und nehme das erste Stück, mache ich hier praktisch ordentlich. So, jetzt habe ich mir praktisch einen ganz tollen blauen Eyeliner gemacht. Seht ihr das? Also ich habe braun und dann gehe ich ins Blau praktisch rein. Das gefällt mir richtig gut, Leute. Dann gehe ich mal, ich bin mir nicht ganz sicher, in dieses Türkis, in meine Lower Lash Line. Also die Farben hier drinne, wow, Leute. Wow. Ich weiß gar nicht, aber BH Cosmetics hat echt so krass schöne Farben teilweise. Ich gehe jetzt hier auch in das Blau mit rein, weil ich das ja oben wieder drin habe. Und setze das hier. Ihr könnt auch zum Beispiel mit diesen Lidschatten, glaube ich, ganz gut arbeiten. Mit sowohl. Ich diffuse das so ein bisschen runter. Ich mag das jetzt überhaupt nicht, wenn es so mega sauber aussieht. Das ist schon der Augenlook, der ist richtig schön geworden. Ich mag den. So, jetzt zeige ich euch, wie ich praktisch mein Gesicht so ein bisschen. Ihr Leute, also nicht wundern. Ich mache hier noch ein bisschen das Blau weg. Nachkorrigieren könnt ihr immer, das wisst ihr. Ich tupfe meistens immer so ein bisschen auf der Haut rum. Und dann seht ihr das ganz gut. Dann gehe ich in mein Eye Brighten Powder und setze mir hier schön. Also, das liebe ich, das Bananenpuder. Also, das solltet ihr euch echt zulegen. Das ist wirklich eine absolute Revolution. Ihr könnt damit super bereinigen, euer Sach, ja. Also, zum Beispiel jetzt in dem Falle, wenn es ein bisschen runtergeschmiert ist. Und einfach, es gibt eurem Auge halt so krass Leben. Und es ist auch überhaupt nicht so, dass euer Make-up dann cakey wird. Ihr seht ja, also ich kriege damit richtig schöne Helligkeit in mein Gesicht. So, dann gehe ich in dieses Bronzing Powder von e.l.f. Cosmetics. Und zwar in die Farbe Fiji. Und gehe jetzt praktisch mit einem Gesichtspinsel in diesen bräunlichen Ton. Das könnt ihr, glaube ich, auch als Blusher benutzen. Also ich finde die Duos mega gut, Leute. Also die sind so reisefreundlich. Also ich weiß auch, dass wenn ich nach Hamburg gehe, ich eigentlich nur so ein Duo da mitnehmen muss, weil ja, so Rouge braucht ihr jetzt auch nicht aus Verrecken viel. Also nicht so, dass ihr jetzt, was weiß ich, wie viel bräuchtet. Ja, so. M-m. So. Also ich würde mal sagen, die Competition mit Farbe habe ich gewonnen, Victoria. Nein, Spaß. Also da ist echt jeder total anders.
Also ich liebe es, wenn Leute mit Farbe experimentieren, weil ich finde halt, das erlaubt heute halt auch mal ein bisschen anders auszusehen. Das ist halt mega wichtig. Und ich liebe das, wenn ich dann diese Öhrchen aufhabe und dann so einen super brightenden Look. So. So, und jetzt hier noch ein bisschen. Mit Bronzer bin ich eigentlich sehr großzügig. Also ich habe da eigentlich null Problem mit. Dann gehe ich hier. Leute, ich muss euch was zeigen. Können wir bitte mal über diesen Pinsel sprechen? Das ist von dieser Marke La Rayée. Ich habe euch schon mal gezeigt. Und zwar diese Pinsel habe ich euch mal gezeigt. Da sind wirklich ganz tolle Pinsel dabei gewesen. Und ich habe jetzt einen der Mermaid 3. Das ist ganz aktuell. Das habe ich die Woche erst entdeckt. Habe ich mir einen Pinsel mitgenommen. Ja, Jenny hat keine 20 mitgenommen, wie sonst. Und da seht ihr halt immer ganz gut, wie ihr Produkt aufnehmt. Und jetzt lacht ihr halt ein bisschen künstlich. Und dann kommt einfach das auch die Äpfelchen. Ich finde es echt als voller lustiger Trick. Also ich habe das mal bei irgendjemandem gehört. Bitte einmal künstlich lachen und dann einfach die Äpfelchen anmalen. Ist total witzig. Aber es ist tatsächlich so. Ein ganz, ganz toller. Also ich finde von allen Brushes, die ich von der Kollektion gesehen habe, war der hier wirklich am schönsten. Und ich muss auch sagen, der taugt auch was. Also jetzt ist er gerade runtergefallen. Der taugt jetzt nichts mehr. Ich habe jetzt noch ein sehr, sehr exklusives Produkt für euch, was ich euch gerne zeigen würde. Und zwar dieses Ambient Light Hourglass Powder. Leute, das ist ein Filter als Puder. Ich finde das so geil. Also die Verpackung Goals, ja. Ich habe mir auch einen passenden, schönen Pinsel ausgesucht, wo ich ihn nur teste, also wo ich ihn nur benutze. Da gibt es noch eine andere Farbe, die mich sehr interessiert, und zwar Dim Light. Ihr geht praktisch in dieses, das ist ein Finishing Powder, ja. Ihr geht praktisch über eure Haut damit und ihr kriegt so tolle Lichtreflekte. Also ich sehe es und wenn ihr praktisch mich abfotografiert oder so, dann sieht man das auch. Es gibt eurer Haut einen unnormal, seht ihr das? Einen so unnormal schönen Filterglanz. Ich habe jetzt wie gesagt diese Farbe Diffused Light. Diffused Light ist sowas wie ein Licht, was so sich so teilt, ja. Total, also das ist wirklich tatsächlich so ein Setting Powder mit so ganz ultra feinen Pigmenten drin. Und also ich sehe definitiv einen Unterschied. Also ihr seht praktisch diesen ganz leichten Schimmer. Und Leute, das sieht aus, wie wenn ihr halt wirklich so leicht glänzige Haut habt. Und es sieht halt auf Fotos, boah Leute, nicht mehr feierlich. Moment, ich setze das Ding hier auf. Die Mermaid Brush hat übrigens 4 Euro irgendwas gekostet und ich finde die wirklich toll. Also wie gesagt, ihr habt wirklich so eine tolle flache Form. Da könnt ihr wirklich ganz toll eure Bäckchen mit aufwerfen. Ich werde jetzt meine Wimpern tuschen und zwar mit einer Limited-Ding. Und zwar, ich mag ja die False Lashes Mascara total gerne. Und schaut mal, die haben so eine Italien-Version davon. Und zwar haben die das mit einem Kussmund gemacht. Ich hatte mir erst überlegt, False Lashes drauf zu machen, weil Vicky hatte auch so geile drauf vom Primark, aber sie meinte halt, es ist unbequem. Aber ich werde mit dem Make-up ja in die Arbeit gehen. Hahaha. Da wird sich mein Lieblingspatient drüber freuen, wenn ich wieder komme wie eine Papagei. Aber auf jeden Fall, diese Mascara reicht mir eigentlich. Ich finde es sowieso witzlos, meine Augen, also meine Wimpern zu tuschen und gleichzeitig drunter einen Eyeliner zu tragen, weil ich muss euch ehrlich sagen, es sieht kein Schwein. So. Ich liebe die Mascara total. Also die sieht normalerweise anders aus. Also normalerweise sieht die nämlich. Muss ich gerade überlegen. Ah, die sieht so aus, aber die ist jetzt einfach in einer cooleren Verpackung gekommen. Ich habe tatsächlich meine Mascaras alle weggeschmissen. Das heißt, ich habe die aussortiert, die halt schon einfach eine Weile offen waren und habe mir jetzt einfach eine einzige nur geöffnet. Und mit der bin ich auch sehr zufrieden. Was mich jetzt schon total annervt, ist dieses Cracken von meinem Lidschatten. Seht ihr das? Oh. Also, das ist hier so der fertige Look. Ich werde jetzt kurz meine Haare fertig machen, dann kurz Lippen auftragen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt praktisch noch einen Lippenstift auftragen und zwar ist es natürlich für euch jetzt auch eine First Impression. Und zwar ist es der Jeffree Star Sherry Wet, ist das glaube ich, genau, aus der Thirsty Collection. Und muss sagen, ist neben Calabasas, der ja praktisch diesen Ton hat, praktisch wirklich eines meiner Lieblingslippenstifte mittlerweile. Ich habe den schon bei meiner besten Freundin getragen. Sie hat gedacht, oh mein Gott,
Sie wundert sich aber allerdings nicht mehr. Das ist bei uns nicht mehr möglich. Ich habe erst von Hyperallergenics diesen Lip Liner drunter getragen, aber schaut mal, was da passiert ist. Der ist so ultra weich. Das geht halt nicht. Also, der bricht euch halt voll schnell ab. Also, den würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Und jetzt gehen wir nochmal in die Highlighter-Palette. Und zwar diese Highlighter-Palette von BH Cosmetics, Leute. Die ist so geil. Also, ich habe selten ein Produkt gesehen, was mich so krass begeistert hat. Wirklich auf lange Frist. Ich bin ja mit Highlightern echt, echt krass unterwegs. Ich weiß jetzt nicht. Ich will jetzt gucken, dass ich in mein Inner Corner. Also möchte ich was auftragen. Ich glaube, ich werde auch farbig. Also ich glaube, ich gehe in dieses Pink. Seht ihr das? Okay, Jenny. Du bist ein Papagei. Also auf jeden Fall, jetzt weiß ich noch gar nicht, welche Farbe ich benutzen möchte. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach in dieses Top It Off. Leute, diese Highlighter sind krank. Aber ich muss euch sagen, für helle Töne sind diese beiden mega schön. Und ich benutze halt voll oft diese goldenen und peachigen Töne daraus. Und muss sagen, ich finde den unnormal schön. Also ihr kriegt wirklich ein so geiles Ergebnis daraus. Noch ein bisschen in die Augenbraue rein. Seht ihr, wie schön das aussieht. Oh Gott. So. Und dann kommen wir jetzt mal zum Fazit der ganzen Produkte, die ich euch gezeigt habe. Also, zu meiner Foundation kann ich natürlich nur das Beste sagen, weil ich benutze diese Fit Me in 128 jetzt schon 5, 6 Jahre. Und ich muss sagen, das ist eigentlich nahezu die perfekte Portion Make-up für mich. Gehen wir mal weiter in praktisch. Concealer habe ich übrigens heute gar keinen aufgetragen, weil deswegen ziehe ich auch das Blau ein bisschen tiefer, dann sieht man es nicht. Wir haben ja praktisch in den Augen gearbeitet und zwar mit dem Eye Core Primer von Revolution Pro. Den finde ich mega, mega gut, Leute, weil ich benutze den wirklich immer, wenn ich solche farbigen Looks mache. Und der ist halt richtig geil. Die Festival Palette ist der Hammer, Leute. Ich hatte ja diese Eyelights, da muss ich jetzt sagen, bin ich etwas enttäuscht. Ich bin jetzt praktisch in der Pause, wo ich meine Augen getuscht habe, bin ich nochmal in den Ultimate rein und habe praktisch drüber getappt, weil dieses Teil hier creased des Todes. Also das crackt so ein bisschen auf. Finde ich jetzt nicht so schön. Muss es aber allerdings nochmal so probieren, einfach so als Lidstrich oder so, weil über das ganze Lid verteilt, das ist immer sehr, sehr schwierig zu beurteilen, ob ein Produkt halt wirklich so heben würde wie im Normalzustand. Aber ich finde die Festival-Palette mega, mega schön. Also auch diese zwei Töne. Hallo. Also einfach nur eine geile Palette. Also ich kann nichts Schlechtes darüber sagen. Sie hat wirklich perfekt performt, ja. Im Gegensatz zur Thirsty-Palette. Ich bin jetzt gerade echt im Schock. Also ich finde das Blau und das Türkis war sehr schön. Aber wenn ich jetzt vergleiche zu BH Cosmetics und Jeffree Star, muss ich sagen, sieht die da halt echt läppsch aus. Ja, so würde Alida sagen, läppsch. Also sie sieht halt nicht so hochwertig aus. Also der Spiegel ist eingelassen, der ist wirklich schön. Also da seht ihr ja Home Highlighter und Fleek. Also auf jeden Fall, die Farbzusammengestaltung ist toll. Die Glitzer habe ich noch gar nicht groß getestet, weil die sollen eigentlich ganz gut sein. Ich mag Jeffree Star Paletten, aber wenn ich die jetzt vergleiche zu meiner Blood Sugar Palette, die wirklich performt des Todes, finde ich diese ein bisschen sehr anstrengend zum Arbeiten, weil sie halt meines Erachtens zu trocken ist und das Gelb sieht zwar pigmentiert hier aus, aber noch, Leute, das ist nicht das Pigment, was ich so gewohnt bin. Ja, so ihr seht es ja hier. Seht ihr das? Es ist einfach nicht so der Kracher, wie ich es gewohnt bin. Da ist das Türkis definitiv besser. Also ich finde die Thirsty Palette gut, aber für den Preis echt nicht gerechtfertigt. Also da bin ich jetzt ehrlich gesagt etwas angepisst, weil ich kaufe die Sachen ja auch aus, sag ich mal, Gründen, einfach weil ich die Sachen sammel. Leute, eine krasse Empfehlung ist diese Life is a Drag Palette. Ich hätte die euch gerne, also die werde ich definitiv euch separat mal vorstellen. Und zwar, das ist ja die Palette von Manny MUA. Also ich bin mir absolut einig darüber, dass es die krasseste Palette das ganze Jahr über gewesen ist. Sie ist nicht nur mega verarbeitet, sie hat alles. Sie hätte praktisch die gleichen Töne gehabt wie die Thirsty Palette. Finde ich jetzt auch voll witzig, dass die beiden ja zwar nichts mehr miteinander zu tun haben, aber immer noch dieselben Palettenfarben jetzt zufällig rausgebracht haben.
Dann das Banana Brighten Up Powder ist eine tolle Empfehlung, wenn ihr praktisch ein bisschen Schmutzereien hier unten drunter macht. Einfach das nehmen, drüber schmieren, funktioniert perfekt. Meine große Liebe von Elf Cosmetics, von dem Haul, ist diese Fiji Palette. Sie hat wirklich den perfekten Bronzerton, einen tollen, tollen Blusher. In einer tollen, ich finde die Verpackung null billig, also ich mag die mega. Und eine sehr, sehr große Liebe von mir werden diese Hourglass-Produkte. Also es ist so, dass ich ja immer sehr gerne Drogerie oder günstig mit High-End mische. Ich muss einfach auch sagen, dass ich die Erfahrung jetzt mittlerweile schon verstehen kann, dass wirklich High-End-Produkte wirklich länger heben wie andere Sachen. Aber dieses Ambient Light Powder, Leute, das gebt euch, also wenn ich mich jetzt angucke, das sieht so gefiltert aus. Und meine Haut sieht halt, ich meine, ihr könnt es jetzt so nicht sehen, ja. Ich habe jetzt schon Puder drauf, aber es ist einfach so im Großen und Ganzen einfach so ein toller Schein auf dem Gesicht. Ich habe das zum Beispiel jetzt mal getragen mit einem ganz normalen Wing Eyeliner, rote Lippen, Lashes und dann packe ich dieses Puder drauf. Meine beste Freundin meinte schon, wow, deine Haut sieht killer aus und jetzt weiß ich, dass sich die 50 Euro definitiv gelohnt haben. Was sich für euch definitiv lohnen wird, wird diese Palette euch zuzulegen. Die ist einfach nur wow, sage ich euch. Die ist wunderschön. Ich habe die auch schon diverse Male genutzt. Ihr seht es ja an den Pens hier, an diesen vor allen Dingen. Das ist eine Palette, wo ich absolut überrascht bin, dass sie mir so, so gut gefällt. Ihr seht ja den Highlighter, der ist halt einfach peachig, der ist wirklich schön. Und ich bin heilauf begeistert von der Palette. Die Jeffree Star Produkte am Mund, perfekt, also das sind wirklich, das ist für mich die absolut perfekte Formulierung, die es überhaupt gibt, ich liebe die. Wimperntusche, Bombe, ich trage die ja schon ewig. Ansonsten, ich bin jetzt mit dem Fixing Spray mal drüber, ich kann es euch auch nochmal zeigen, der hat so einen tollen Nebel, Leute. Ich habe, also die Geruchsrichtung Green Tea ist ultra stark, also für mich schon ein bisschen zu arg. Ich gucke jetzt mal, ob da irgendwie, ja, da ist Alkohol drin. Das mag ich eigentlich nicht so. Also ich habe von Mario Badescu, da ist jetzt gar kein Alkohol drin. Das mag ich jetzt lieber. Wenn ihr das einatmet, geht so. Also Alkohol hilft ja auch so ein bisschen gegen das Schwitzen praktisch. Das kann ich jetzt nur so bestätigen, dass das definitiv auch der Wahrheit entspricht. Weil ich habe das jetzt zweimal jetzt komplett im Tages-Make-up benutzt. Es funktioniert, aber nicht einatmen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr gerne dem Erik einen Besuch abstattet. Schaut einfach euch an, was er praktisch so an tollen Paketen hat. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, meine Lieben. Und ich würde mal sagen, können wir mal ganz kurz appreciaten, was für ein Papageien-Look ich gekriegt habe. Und wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Ich werde jetzt mal gucken, wie schnell ich mit dem Packen der neuen Verlosungspakete fertig werden, weil es ist sehr, sehr viel Arbeit, Leute, weil es wirklich mega große Pakete sind, also wirklich riesige Pakete und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr euch einfach freut darüber. Die Sachen mache ich komplett freiwillig, aber für euch tue ich das sehr gerne und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder.